Seid recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dragon Age Inquisition. Hier ist Sigoretti und ich dachte, ich laufe mal ins Lager rein und zeige euch mal das Lager bei Nacht. Ich weiß gar nicht, ob die gute Harding hier noch irgendwo rumsteht. Natürlich, Harding. Alles klar bei dir? Ich bin wieder da. Ihr müsst bei den Avar einen tiefen Eindruck hinterlassen haben. Einige von ihnen haben uns einen freundschaftlichen Besuch abgestattet. Sie haben uns sogar geholfen, unsere Befestigungen instand zu setzen. Und eine Frau hat uns ein Fass voller vergorener Fische gebracht. Kenrick hat sie gekostet. Aus Höflichkeit, meinte er. Nun ja, aus lauter Höflichkeit war er anschließend ziemlich grün im Gesicht. Sehr schön, Harding. Sehr, sehr schön. Sichere Reisen. Danke. Danke, Spielerin Harding. Ach, sehr geil. So, lass mich mal schauen. Nee, hier geht's schon wieder raus. Ich würde ganz gerne mal eben mit Professor Kenrick noch sprechen. Ich weiß nicht, ob der überhaupt noch irgendetwas zu sagen hat. Hier müsste es zu Kenrick gehen. Ich bin mir nicht sicher, ob der noch irgendetwas zu sagen hat, aber vielleicht muss er sich ja gerade noch übergeben oder so. Wir werden es sehen. Kenrick. Alter Knabe, geht's dir gut? Inquisitor, wie man hört, habt ihr Inquisitor Ameridans letzte Ruhestätte gefunden. Ich hatte Gelegenheit, mich kurz mit dem Inquisitor zu unterhalten, bevor er starb. Wie bitte? Ein Ritual hat Inquisitor Ameridan all diese Jahrhunderte hinweg am Leben erhalten. Es hat ihn und den Drachen gebunden. Oh, hat Telana irgendeine Art Zauber gewirkt, bevor sie sich zurückzog? Oder wollt ihr... Ihr wollt doch nicht etwa andeuten, Ameridan sei selbst ein Magier gewesen. Ich bin der Wahrheit verpflichtet. Aber wenn sich herausstellt, dass eine derart zentrale Person in der Geschichte der Kirche ein Magier war... Nicht nur ein Magier, Kenrick. Ein elfischer Magier. Ein... Oh, bei Andrastes Grübchen. Das wird... Ich werde entweder berühmt oder enthauptet. Das stellt Jahrhunderte der Geschichte auf den Kopf. Und dann noch die Familien, die behaupten, von ihm abzustammen. Das Entsetzen wird grenzenlos sein. Doch wie dem auch sei, wichtig ist allein die Wahrheit. Wenn er ein Elf war, werden die Dalish... Nun, das wird's. Einfach fantastisch. Ich werde die Neuigkeiten angemessen verkünden. Und nochmals danke für diese unglaubliche Gelegenheit. Sehr, sehr schön. Ich finde es sehr gut, dass Kenrick, für ihn zählt einfach nur die Geschichte. Ob Ameridan nun ein Elf war, ob Ameridan ein Mensch war, ob Ameridan ein Zwerg war. Es ist ihm egal. Und er steht zu seiner Geschichte, ja? Er steht zu dem, was er hier herausfindet und was er preisgeben möchte. Das ist eine sehr schöne Sache. Kenrick, du bist der Beste und ich hoffe nicht, dass du enthauptet wirst, sondern einfach berühmt wirst. Berühmt, so wie so manch ein anderer Scholar, wie zum Beispiel der ach so berühmt und berüchtigte Ginitivi. Ah, schön. Na, das mag mir wohl sehr gefallen. Doch, das finde ich gut. So, und in dieser Folge werden wir uns, denke ich, um den Drachen kümmern. Nützt nichts. Drache der Avar, ob du nun Hakon in dir trägst oder nicht, du wirst jetzt sterben. Ein bisschen Sorge habe ich schon. Mal gucken, vielleicht könnte ich dafür wieder den guten Blackwall spielen. Warum auch nicht? Komm her, Blackwall. Lass mich mal schauen, wo du alles hast. Da hast du die Enterkette und das zum... Und okay. 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 Blackwall, wir zwei. Uah, wie das stinkt. Als hätte der See seine Innereien ausgekotzt. Denkt doch einfach nicht darüber nach, wenn es euch so sehr stört. Ich kann die Luft nicht einfach wegdenken. Oder ist das vielleicht eine besondere Heroldkraft? Ich bin gespannt, wie das später mal im Gesang steht. Sehr geil. Sarah, ich hoffe, das wirst du noch mitbekommen in irgendeiner Form, wie das im Gesang steht. Ah, irgendwie mag ich Sarahs Sprüche. Variks Sprüche finde ich auch sehr geil.
Und ich werde sie nicht alle einsammeln können. Definitiv nicht in diesem wunderbaren Spiel. Also, ihr müsst das Spiel wohl schon selber spielen. Gut, Hakon. Dann komm mal her. Was schickst du uns denn da entgegen, Hakon? Was sind das für kleine Monsterchen? Flachländer, ich bin der Atem des Winters, der kalte Wind des Krieges. Zieht gegen mich in die Schlacht und sterbt! Das glaubst du ja wohl nicht selber, mein Freund. Das glaubst du ja wohl nicht selber. Na, wo verkriechst du dich hin? Nach da oben? Oh, Alter, das hat gesessen. Warte, ich komm zu dir. Ah, du kommst runter. Auch sehr nett von dir. Na dann. Jetzt bleib doch mal hier. Hakon, komm her. Wir werden die Erde mit Flachländerblut tränken. Dann komm mal her. Jetzt werden wir schauen, was du mit Flachländerblut tränken möchtest. Mein Freund, bleib doch hier. Daneben. Das hättest du wohl gern. Alter, der hüpft ja noch mehr als alle anderen Drachen. Na los, komm schon. Komm schon, Hakon. Sei kein Feigling. Zeig, was du kannst. Na klar, bleibst du jetzt da oben. Pass auf, du möchtest bestimmt Feuer aus Eis auf uns schmeißen. Aber hier bin ich sicher vor dir, du kleine, miese Kakerlake. Oh, da hinten läuft Chasi und Chasi hat voll den Ball abgekriegt. Und, oh, da war sie schneller. Chasi! Chasi, bleib doch nicht da hinten stehen, wo er dich erwischen kann. Da bist du ja wieder, Hakon. Warte, ich komme. Schade, das hat mich getroffen. Finde deinen ruhmreichen Tod. Ah, du hast es voll auf Chasi abgesehen. Guck mal, Chasi schmeißt Feuer auf dich. Chasi, nimm einfach einen Trank. Du schaffst das. Lass mal gucken, ob ich den Inquisitor wecken kann. Hakon blutet schon, das sehe ich sehr genau. Na dann, komm her. Alter, bleib doch mal unten. Okay, wen rufst du herbei? Wen rufst du zu Hilfe, Hakon? Ah ja, kleine ekelhafte Monster, die mir nichts entgegenzusetzen haben. Kommt her. Die werden wir nachher alle schön plündern. Sarah, du bist das. Na los, wo bist du denn, Hakon? Na, da oben kann ich dich, glaube ich, schon wieder nicht erreichen. Du bist aber auch echt gewieft, ne? Du bist aber auch echt wirklich gewiegt. Daneben, mein Freund. Daneben. Na los, spuck doch nochmal. Und wieder daneben. Hast du jemanden erwischt? Sarah hast du erwischt. Sehr gut, Sarah. Gut ausgewichen, meine Kleine. Oh, diesmal hast du es voll abgekriegt. Ah, er beschwört wieder irgendetwas. Macht nichts. Wow, ich weiß nicht, wer das war. Ich kann mich nicht entsinnen, dass Chasi, wenn ich sie spiele so, viel Schaden macht. Los, Hakon. Ja, so habe ich dich gern. Und nimm den. Und den Schildschlag. Und das. Und dann machen wir uns mal ein bisschen mehr Boostern. So, ab geht die Post. Und wieder ist er weg. Mann, 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 Hakon. Du hast es faustdick hinter den Ohren. Aber du hältst dich wacker in der Luft. Darum ist doch keiner. Diese Schlacht ist meiner würdig. Wirklich?
Ich hab doch noch gar nicht gezeigt, was ich so alles kann. Du bist gleich platt, mein Freund. Platt wie eine Flunder. Bleib hier. Und das war's mit dir. Ich durfte noch nie mit ansehen, wie er einen Drachen erschlagt. Ich muss sagen, es war aufregend, es mal aus der Nähe zu sehen. Ich weiß eure Hilfe zu schätzen. Es war mir ein Vergnügen. Inquisitor Emeridan wäre stolz darauf, dass ihr zu Ende gebracht habt, was er begonnen hat. Es ist schon komisch. Die Geschichte hat so vieles von ihm vergessen. Niemand wusste, dass er mit seinem Tod alle gerettet hat. Fühlt ihr euch auch manchmal so? Ihr wart doch überhaupt nicht in der Festung. Woher wisst ihr das von Emeridan? Ich bin eine Späherin. Schon vergessen? Wer denkt, ihr schreibt die ganzen Nachrichten, die Liliana liest? Es gibt Dinge, die Leute nicht verstehen würden. Dinge, von denen niemand außerhalb der Inquisition jemals wissen wird. Versteht mich nicht falsch. Einige dieser Geheimnisse sind notwendig. Es ist nur, jedes Mal, wenn ihr für jemanden mehr als nur eine Person seid, seid ihr für ihn gleichzeitig auch weniger als eine Person. Die Leute sehen nicht, dass es eine normale, sterbliche Frau war, die Avar bekämpft und diesen Drachen getötet hat. Und sie wissen definitiv nichts von eurer merkwürdigen Fixiertheit auf Elfenwurzeln. Meine Gefühle für Elfenwurzeln sind streng geheim, Späherin Harding. Ich werde euer Geheimnis mit auf den Scheiterhaufen nehmen. Und nebenbei bemerkt, gute Arbeit, Trevelyan. Naja, wie auch immer. Ich bin im Lager, falls ihr hier noch irgendetwas zu Ende bringen wollt. Ansonsten sehen wir uns in der Himmelsfeste. Und da ist der Geist von Hakon zurück in den Himmel. Ob wir ihn dort jemals wieder sehen werden? Gäste des Stammes, sprecht mit Svara Sonnenhaar, das werden wir noch tun. Definitiv, ich würde ganz gerne aber erstmal hier alles einsammeln, was es einzusammeln gibt und natürlich den Drachen plündern. Hallo! Und er hat ja nicht wenige von diesen kleinen Monstern auf uns gejagt. Das waren Tiefenlauerer, okay. Die hatten leuchtende Köpfe. Wunderbar. Meisterhafte Elixiergürtel, das klingt für mich gut und das ist Regenerationszeitsmodifikator. Da haben wir doch ein schönes neues Amulett für die kleine Chasi. Nachdem ich jetzt endlich mich entledigt habe von dem Amulett, das uns Kitty hinterlassen hatte. Ekelhaftes Teil. Okay. Sprechen wir nicht mehr drüber. Ich werde es nie wieder anlegen. So. Oh, hier sind ja noch ein paar Tiefenlauerer. Na dann, Chasi, Hopper. Nimm dir alles, was du nehmen kannst. Und dann werden wir gleich zu Svara Sonnenhaar rübergehen. Schade, dass die Fischerhütte, naja, kaputt ist. Aber vielleicht mit etwas Zeit verschwindet dieses Eis wieder und die Fischerhütte tritt wieder auf den Erscheinungsbild. Hier komme ich nicht weiter. Alter Schwede. Ja. Lass mich mal einmal was schauen. Oh, das ist ja noch ein ordentlicher weiter Weg. Pass auf, dann eben mal hierher zurück. Harding, wolltest du denn jetzt noch was sagen? Oh, da seid ihr ja. Ich wollte mich gerade auf die Suche nach euch machen. Ich habe etwas für euch. Als ich es sah, dachte ich mir, das ist genau das Richtige für unseren Inquisitor. Au, verdammt. Auf der Rückseite ist noch ein bisschen getrocknetes Blut. Tut mir leid. Wieso ist Blut auf meinem Geschenk? Naja, ihr wisst doch, wie es ist, wenn man ein Gurgat aufschlitzt. Dabei war ich mir so sicher, dass keine Eingeweide mehr daran kleben.
Moment, mein Geschenk stammt aus einem toten Tier? Oh, beim Erbauer. Wenn man es so ausdrückt. Nun, das war nett von euch. Ich sollte euch nicht länger aufhalten. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag, Inquisitor. Ich sollte gehen. Seid vorsichtig da draußen. Das ist wirklich freundlich, freundschaftlich, nicht nett. Nett ist der kleine Bruder vom... Naja, egal. Ich könnte hier die Gruppe nochmal wechseln. Pass auf, wen möchte ich mitnehmen? Ich würde ganz gerne... Nehmen wir ruhig Blackwall und den guten Solis mal wieder mitnehmen. Hat der gute Solis einen Stufenaufstieg? Nein. Nein, es hat keiner einen Stufenaufstieg. Das war wirklich, wirklich super freundschaftlich von dir. Lass doch mal gucken, was uns Harding überhaupt geschenkt hat hier. Harding hat uns eine Waffe geschenkt. Nee, das ist Hakons Weisheit. Das ist was anderes. Was hat sie uns denn nun geschenkt? Das hatten wir schon. Da ist nichts. Ach, ein Amulett. Ein Amulett hatte sie uns geschenkt. Und zwar dieses hier, ha? Ach, ich habe gar keins um, ne? Meisterhaftes Amulett der Lebenswächterheilung. Sehr schön, aber dieses ist dann auch weg. Durch einen Treffer unter Null sinkt würde, springt dieses Amulett und heilt den Charakter um es angenehm. Um den angegebenen Wert. Das ist sehr schön. Allerdings würde ich das hier der lieben Chasi mal anlegen. Sehr gut. Kenrick, wir haben es geschafft. Der Drache ist tot. Kann ich euch helfen, Inquisitor? Da. Ich glaube, ich kann nichts mehr mit ihm großartig besprechen, oder? Nein. Wir unterhalten uns später. Und das, was hier liegt? Das gab einen neuen Codex-Eintrag. Das sind wahrscheinlich jetzt die Fortführungen, oder? Fragen der Glaubwürdigkeit. Die Gegend, sie verrückten... Was? Die gegen sie Verrückten wurden durch das Licht aufgehalten, das aus ihrem Volken vollkommenen ruhigen Händen drang. Ich weiß nicht, von wem das ist. Das klingt total Banane. Ich scroll euch das einfach runter. Lest es euch selber durch. Das ist ja... Also, es kommt mir vor, als würde das von irgendeinem verrückten Wahnsinnigen geschrieben worden sein, aber es war tatsächlich von Kenrick. Kenrick, was schreibst du hier? Die gegen sie vorrückten, wurden durch das Licht aufgehalten, das aus ihren vollkommenen ruhigen Händen drang. Es war dieser Augenblick, in dem sie, auf eine Weise, die hier besser nicht näher dargelegt wird, bei sich selbst Rat suchte und die Gruppe von dort fortführte. Hä? Haben Meridans Augen unter allen Anwesenden, die ihren gesucht, als er ihnen verriet, welches Ereignis sie dorthin geführt hatten? Wenn sie unter uns war, so kannte ich sie nicht. Doch bewegte... Entschuldigung, da war gerade ein komisches Geräusch, kann sein, dass es im Spiel war. Doch bewegte sich seine Hand ganz leicht an seiner Seite, so wie es meine tut, wenn meine Frau neben mir steht und ich den wortlosen Trost suche, den mir die Berührung ihrer Finger spendet. Wir alle hatten das Gefühl gehört. Hä? Geflüster gehört, Entschuldigung. Hat er während der Verkündung ihren Namen gesagt? Hat er es gewagt? Es waren andere Zeiten, doch haben sie sich derart gewandelt? Ein Auszug aus den Schriften von Lord Beskönt, erstmals zu Papier gebracht im Jahre 148 der göttlichen Zeitalters. Ein Brief folgt. Kenrick, dies ist eine genaue Abschrift. Die vorangehenden Seiten gingen vor Ewigkeiten verloren oder wurden entfernt. Ob
Und obwohl Meriden selbst später noch mehrfach thematisch thematisiert wird, erwähnt Beskind diese Frau nicht erneut. Auch wenn Beskinds Schriften, soweit sie Inquisitor Meriden betreffen, nicht gänzlich unbekannt sind, werden ihr sie kaum in den Archiven der Kirche finden. Ihre Glaubwürdigkeit ist mehr als umstritten und nicht wenige hinterfragen, ob dieses Licht und der sogenannte Rat auf der Magie oder göttlichen Erkenntnis hindeuten sollten. Außerdem hat Beskind seinen Eindruck natürlich erst viele Jahre nach diesen Geschehnissen niedergeschrieben. Seine Gattin selbst hat seine Glaubwürdigkeit in Frage gestellt. Indem sie eingestanden, dass die Erinnerungen ihres Gemahls an seine Jugend in der orlesianischen Hauptstadt von Nostalgie und dem Alter geschuldeten Gedächtnistrübungen geprägt waren. Ich glaube, dieses Eingeständnis wiederum dürfte sehr wohl in den Archiven der Kirche zu finden sein. Viel Glück, M. Alter, was war denn das schon wieder? Gut, ich würde ganz gerne aber noch zu Svara Sonnenhaar, weil die möchte ja auch noch etwas von uns. Und lieber Harding, nochmals Dankeschön für das nette Amulett. Und ich glaube, den Weg dahin schneide ich euch raus. Absolut grauenhaft. Ich wäre vollkommen aufgeschmissen. Natürlich, Sir. Damortison, du bist ja immer noch hier. Hast du das alles mitgekriegt? Hör mal. Euer Gnaden? Ich sollte gehen. Inquisitor? Ich genieße es einfach, hier bei Nacht irgendwie durchzulaufen. Also, bei Nacht sieht die Frostgrubensenke, ich kriege den Namen nicht mehr über die Lippen, einfach auch schön aus, muss man echt sagen. Aber den Weg werde ich euch trotzdem rausschneiden, weil das müsst ihr ja nicht alles mit ansehen, auch wenn ich das gerne sehe, was hier so geschieht und was hier so Schönes ist. Ja, überall Lagerfeuer. Nicht so wie in, wie heißt denn diese blöde Wüste, in der wir uns vor einiger Zeit befunden haben. Also wie gesagt. Na, okay. Ihr wollt es ja nicht anders. Und hier. So ist es. Mal eben ein paar Fallen vor mich aufstellen, falls dieser Sumpffischer hier rüber klettern möchte. Hier, nimm das Eis. Die sind echt hart im Nehmen. Und das war's. Gut, aber den Rest des Weges zeige ich euch nicht. Jetzt bin ich doch nochmal an ein Lager herangetreten. Opfergabe für die Arena. Das könnten wir dann, das wäre jetzt das, was ich noch hier machen werde. Und dann könnten wir im Prinzip tatsächlich, oder was willst du? Ja, komm. Dann könnten wir tatsächlich noch den Arena-Kampf machen, aber das überlasse ich euch. Also ich überlasse es euch, ob ihr diesen Arena-Kampf noch sehen wollt oder nicht. Für mich ist er nicht wichtig, es ist halt ein Arena-Kampf, da kämpft man mehrere Male immer wieder auf neue Gegner treffend und es ist einfach ein Arena-Kampf. So. Und wenn ihr das unbedingt sehen möchtet, dann mache ich das natürlich. Aber wenn ihr sagt, nö, das brauchen wir nicht zwangsläufig, dann lasse ich es auch weg. Aber das wird dann definitiv nicht mehr in dieser Folge laufen. Definitiv nicht.
Jetzt werde ich erstmal nur zu Svarah Sonnenhaf gehen und schauen, was sie noch zu sagen hat. Bis gleich. Ab hier nehme ich euch mal wieder mit, denn wir sind fast da bei der guten Svarah Sonnenhaf. Und hier laufe ich schon wieder falsch, oder? Ja. Na super, dann sage ich noch großkotzig, ab hier nehme ich euch mal wieder mit und dann sowas. Da habt ihr mal wieder gesehen, wie schnell ich mich verlaufen kann. So, angekommen beim Steinbärenstamm. Ich hoffe, ihr seid alle zufrieden mit dem, was so passiert ist. Der mit dem großen Hammer. Svarah Sonnenhaar, was kann ich für dich tun? Inquisitor, ihr habt mehr für uns getan als die meisten Angehörigen des Steinbärenstamms. Es ist nicht richtig, dass ein Gast derart viel tut. Der Stamm hat gesprochen und ihr seid kein Gast. Ihr seid eine der unseren. Überdies habt ihr euch durch eure Taten einen Legendennamen verdient, der jemandes würdig ist, der Harkons Fänge vernichtet hat. Von diesem Tage an kennen wir euch als Inquisitor Erstau. Ich werde mich eures Geschenkes würdig erweisen, Thane Sonnenhaar. Ich kann euch nicht sagen, dass alle Avar Verbündete der Flachlande sein werden. Aber eure Geschichte wird überall in den Frostgipfeln erzählt werden. Lasst uns die Unterhaltung vertagen. Gebt auf euch Acht. Das nenne ich ja mal eine wirklich gute Sache. Hey, bei dir kann ich nachforschen. Hallo, großer Bär. Wir sind jetzt Inquisitor Erstau. Was sagst du dazu, Sarah? Hä? Und was ist mit Storvaker? Hallo, Storvaker. Es heißt, ihr werdet bei euch diejenige, die recht spricht, Inquisitor. Falls ihr dazu bereit wärt, bitte ich euch auch über Storvaker zu richten. Wie bitte? Als Kriegerin unseres Stammes hätte Storvaker eher sterben sollen, als sich in das abscheuliche Ritual zu ergeben, das Harkons Fänge geplant hatten. Es ist strittig, ob das Urteil in diesem Fall dem Auguren oder mir zufällt. Aber ihr seid hier und ich wäre euch dankbar. Ich nehme an, ich könnte dieses Urteil für euch fällen, wenn es dem Stamm hilft. Ach, Storvaker. Möchtet ihr euch dem Stamm gegenüber für eure Taten rechtfertigen? Besänftigung? Nein, nein, das machen wir nicht. Ja, warum nicht? Lass uns Storvaker rekrutieren. Da ich Ehrenmitglied des Stammes bin, denke ich, dass ich ein Stammestier meinen Leuten anschließen kann, ohne dadurch seine Eide zu brechen. Storvaker, ich, Inquisitor Erstau, verurteile euch dazu, in die Dienste meiner Inquisition zu treten. Bei der Herrin! Ach, ich kann schon hören, wie mich der Jagdmeister deswegen verspottet. Inquisitor Erstau? Ja, Svarah Sonnenhaar? Auf bald. Lasst uns die Unterhaltung vertagen. Geht, mit dem Segen der Herrin. Natürlich. Und jetzt gehört uns ein Bär. Der Jagdmeister hat gesehen, wie ich diesem Harkonitenbogenschützen direkt ins Auge geschossen habe. Er sagte, ich hätte einen Adlerblick. Ach, versuch's doch nicht etwa, dir deinen eigenen Legendennamen zu geben, oder? Was? Nein, natürlich nicht. Sehr schön. Ich würde sagen, in der nächsten Folge werde ich mich auf jeden Fall noch ein bisschen hier im Dorf umhören, umsehen, gucken, ob ich das eine oder andere für euch noch einfangen kann. Und ich sage euch jetzt... Wir sollten ein Fest veranstalten und die anderen freundgeschworenen Stämme dazu einladen. Es fühlt sich an, als hätten wir sie seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Sollten die Flachländer auch kommen? Und ihr könnt jetzt entscheiden, ob ich in der nächsten Folge auch dieses... Ihr habt einen Gott getötet! Eure Feinde sollten beeindruckt sein, Inquisitor!
Hört ihr vielleicht bitte mal auf zu reden? Ich will mich doch nur verabschieden. Und wie gesagt, ihr sollt entscheiden, ob wir diesen Arena-Kampf unbedingt... Sagt, die Götter seien äußerst zufrieden. Die anderen Stämme werden feiern, was hier geschehen ist. Ihr werdet entscheiden, ob ich den Arena-Kampf machen soll oder nicht. Und ich verabschiede mich jetzt ganz schnell, bevor noch irgendjemand irgendetwas sagt. Harkonsfänger haben sich noch nicht verzogen. Und das, obwohl ihr Anführer tot und erledigt ist. Ihr Stamm ist zerschlagen. Sollen die paar Verbliebenen ruhig versuchen, Ärger zu machen. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen und Zuhören. Wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Ihr habt einen Gott getötet. Eure Feinde sollten beeindruckt sein, Inquisitor. Bleibt sauber und vor allen Dingen gesund und bis zur nächsten Folge, wenn ihr denn so wollt. Tschüss!